Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren. Der Bau des Institutes ist eine politisch-strategische Setzung, damit der Standort, wir haben es eben schon gehört, weiterhin gestärkt wird und darüber hinaus selbstverständlich dann auch wissenschaftlich flankiert wird. Soweit so gut. Nicht gut ist aber die vor uns liegende Magistratsvorlage. In diesem Antrag wimmelt es geradezu von unbegründeten Annahmen und von Konjunktiven. Alleine das Wort sofern kommt zweimal vor. Wer ja im Duden nachschlägt bei dem Wort sofern, der wird dann daraus erlesen, dass sofern voraussichtlich heißt. Wer voraussichtlich im Duden nachliest, der wird erkennen, dass damit eventuell gemeint ist. Also eine Magistratsvorlage, die mit Eventualitäten arbeitet, ist alles andere als seriös. Dabei ergeben sich ein paar Fragen, die durchaus erörtert werden müssen in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel erstens, wer trägt eigentlich die Bau- und Haltungskosten? Zweitens, auf welcher Berechnung basiert der Betrag von 200.000 Euro für die Betriebskosten? Aus der Begründung geht lediglich die Bruttogeschossfläche von 6.500 Quadratmetern hervor. Die technische Ausstattung der Räumlichkeiten ist bis dato unbekannt. Unbekannt ist bis dato, wir haben es eben von Herrn Leitschuh gehört, auch die konzeptionelle Ausrichtung. Aber gerade die konzeptionelle Ausrichtung muss noch die Grundlage für die Betriebskosten sein. Ich muss noch wissen, was dort tagtäglich passiert, um eine seriöse Betriebskostenabschätzung überhaupt vornehmen zu können. Der dritte Punkt ist die Frage der Drittmittel oder die Generierung der Drittmittel. Vor dem Hintergrund des letzten Dokumentardefizits, vor dem Hintergrund, wir haben es auch eben wieder gehört, vor dem Hintergrund der bestehenden Kritik am Standort und nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Trauerspiels um den Obelisken und der damit parallel einhergehenden medialen Echos, dürfte es ein sportliches bzw. ambitioniertes Ziel sein, 2 Millionen Euro zu generieren. Wir haben in den letzten Jahren bundesweit immer wieder erlebt, dass öffentliche Bauprojekte sich über die Maßen verteuert haben. Den Inhalt dieser Magistratsvorlage halten wir auch gerade von den genannten Erfahrungen für nicht gerade vertrauensaufbauend. Sie ist schlicht und ergreifend unverbindlich. Sie tun eventuell. Thank you.